Auslandsadoption ist ein kontroverses Thema. Letzte Chance auf ein Baby für ungewollt Kinderlose? Letzte Chance für ein armes Kind? Oder beides? Wir beleuchten dieses Thema heute aus der Perspektive einer inzwischen erwachsenen Frau, die als Kind adoptiert wurde. Alissa Berger ist gleich bei uns. Sie wurde während des Vietnamkriegs geboren und kam noch als Baby nach Deutschland. Ich wurde adoptiert 1971. Meine Kindheit habe ich im Schwabenland verbracht, sehr wohlbehütet, geliebt von meinen Adoptiveltern, von meiner Familie. Im Kindergarten und in Alltagssituationen außerhalb der Familie wurde ich auf mein Aussehen angesprochen. Ich habe dann gefühlt, dass die Leute mich nicht so als Deutsche gesehen haben. Sie haben mich irgendwie anders gesehen. Und es hat mich als Kind wütend gemacht, genervt, verärgert. Ja, und ob das heute auch noch so ist, werden wir gleich erfahren. Herzlich willkommen bei Planet Wissen, Alissa Berger. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich auch, hier sein zu dürfen. Wir haben es gerade im Film gehört, dass Sie gesagt haben, als Kind hat Sie das gefuchst oder geärgert, wenn Sie immer auf Ihr Aussehen angesprochen wurden. Wie ist das heute? Heute sehe ich das differenzierter. Ich fühle mich aber nach wie vor manchmal beobachtet, angeguckt und manchmal denke ich so, muss das jetzt sein? Aber mit einem anderen Bewusstsein weiß ich, dass die Leute das nicht böse meinen. Mhm. Und damit ist es natürlich schwer, aber manchmal ärgert es mich schon, ja. Als Kind nimmt man das ja ganz unreflektiert wahr und denkt sich, was soll das denn, ne? Ihre Adoptiveltern sind mittlerweile gestorben. Was hatten Sie für ein Verhältnis zueinander? Wie war das? Also ich denke, ich hatte ein ganz normales Verhältnis. Also man würde an dem Verhältnis nicht merken, dass es meine Adoptiveltern, nicht meine leiblichen Eltern sind. Klar, man hatte Querelen miteinander, man hatte gute Zeiten, man hatte schlechte, fröhliche. Ja, aber ganz normal. Wie das halt so ist mit Eltern, ne? Genau. Mal so, genau. Was haben die Ihnen denn damals erzählt, als Sie dann größer geworden sind? Was haben die Ihnen über die Adoption erzählt oder warum Sie adoptiert haben? Es war eigentlich nicht erst, als ich größer geworden bin, sondern für mich war das ganz selbstverständlich. Man kann Kinder bekommen, die aus dem Bauch der Mama schlüpfen, aber die Kinder können auch mit dem Flugzeug kommen. Und ich bin eben mit dem Flugzeug gekommen. Und damit war Adoption, nicht das leibliche Kind zu sein, war bei uns immer präsent und nie irgendwas Besonderes, Komisches, Seltsames. Es war einfach so, Normalität. Eigentlich schön, ne? Eigentlich richtig, ne? Dieses Selbstverständliche, manche kommen eben im Flugzeug, da haben die ja eigentlich eingangs erstmal alles richtig gemacht. Ja. Manche halten das ja geheim, ne? Das stelle ich mir schwierig vor. Ich denke auch, also ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass man so natürlich miteinander umgegangen ist mit der Thematik. Denn ich denke, wenn man irgendwann mal sagt, so jetzt hast du das Alter von 6, jetzt kommst du in die Schule, jetzt müssen wir mit dir sprechen, dann bedeutet das ein Bruch oder ist es so eine neue Thematik? Und wenn es so dazugehört wie ja, das Amen in der Kirche, kann man anders miteinander umgehen. Und wie haben Sie Ihre Eltern genannt? Wie haben Sie sie angesprochen? Mama und Papa. Ja, also alles ganz normal. Ja. In einer schwäbischen Familie. Ich komme auch aus einer schwäbischen Familie. Ja. Schön. Mama und Papa, ja, genau. Wo bin ich daheim? Das ist eine Frage, die gerade Adoptierte aus anderen Kulturen oft ihr Leben lang begleitet. Und Alissa Berger wird uns heute erzählen, wie sie damit umgeht. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Bilder des Vietnamkriegs. Schreckliche Bilder von zerstörten Dörfern und verzweifelten Kindern. Alissa Berger kam genau zu dieser Zeit zur Welt. Nonnen in einem Waisenhaus haben ihr Leben gerettet, ihres und das vieler anderer Kinder, die in diesem Krieg verloren waren. Erstmals in der Geschichte erreichen die Bilder eines Krieges über das Fernsehen ein Millionenpublikum. Soll man diesem Krieg nur ohnmächtig zusehen? Fast täglich gibt es neue Berichte aus Vietnam. Nacht für Nacht hört man hier Geschützfeuer. B-52-Bomber, die von der Insel Guam kommen, sind unterwegs und bombardieren Ziele nur 15 Kilometer vom Saigoner Stadtzentrum entfernt. Und wo die Bomben fallen, sieht es so aus, als liege dieses Land im Sterben. Hunderttausende Kinder hat der Vietnamkrieg elternlos gemacht. Verwaiste und verlassene Kinder. Vor allem Mischlingskinder werden in den Heimen abgegeben, anonym. Sie haben keine Chance, von einer vietnamesischen Familie aufgenommen zu werden. Ah!
Die junge Krankenschwester Ilse Ewald arbeitet während des Krieges in einem Kinderheim in Saigon, von dem aus Kinder zur Adoption vermittelt werden. 4 Jahre lang, bis 1975, sorgt sie sich um das Überleben von Kriegswaisen. Während des Vietnamkrieges war es so, dass eben wahrscheinlich durch Armut oder Kriegsgeschehen sehr viele Kinder von Kindern in Waisenhäuser abgegeben wurden oder auch zeitweise den Nonnen auch vor die Tür gelegt wurden. Und die dann eben vielleicht Eltern hatten, aber die Eltern eben nicht fähig waren, diese Kinder zu versorgen. Und die dann auch zum größten Teil keine Papiere auch hatten, diese Kinder. Man wusste nicht den Namen, man wusste nicht das Geburtsdatum. Und dann wurden diese Kinder, nachdem sie dann eine gewisse Zeit in dem Waisenhaus waren, durften sie dann auch zur Adoption freigegeben worden. Wenn also bekannt war, dass es keine Eltern gab oder keine Angehörigen, dass die Kinder eben adoptiert werden durften. Diese Frau hat die Adoptionsarbeit ins Rollen gebracht. Die Australierin Rosemary Taylor. Ab 1968 gründet sie auf eigene Faust insgesamt 4 Kinderheime in Saigon, um vor allem Babys und Kleinkindern das Überleben zu sichern. Ilse Ewald, von der auch diese Filmaufnahmen stammen, begleitet die Australierin oft auf ihren Reisen in die Provinzwaisenhäuser. Von hier aus nehmen die Frauen Säuglinge mit nach Saigon, wo sie besser versorgt werden können. Fast wöchentlich werden Kinder aus Provinzwaisenhäusern in ganz Südvietnam herausgeholt. Häufig fliegen die Frauen in amerikanischen Militärhubschraubern mit. Die Waisenhäuser liegen zum Teil hunderte Kilometer von Saigon entfernt. Die Sterblichkeit dieser Kleinkinder war sehr hoch. Also ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich weiß es, dass es in einem Waisenhaus mal in einem Monat, ich glaube, 20 oder 30 Tote gab von Neugeborenen. Weil einfach die hatten die Nahrung nicht, die hatten auch nicht die Zuwendung. Die Flaschen wurden den Kindern einfach so mit einem kleinen Kissen oder was immer so in den Mund gesteckt mit großen Löchern. Und dann haben die Kinder sich verschluckt und dann daraufhin auch Lungenentzündung bekommen. Ilse Ewald kümmert sich in Vietnam vor allem um die Neugeborenen. Allzu oft bleibt die Fürsorge der Krankenschwestern jedoch vergebens. In einem Brief an Adoptiveltern in Deutschland schreibt Rosemary Taylor: Viele der Kinder hier sterben, bevor wir sie herausbekommen. Und weil der Tod hier so oft kommt und so leicht, weiß niemand, woran sie eigentlich sterben. Es kann Typhus sein oder Masern, Gehirnhautentzündung, Flüssigkeitsmangel oder irgendwas. So sterben viele Kinder noch, bevor sie ausgeflogen werden können. Und die Adoptiveltern bekommen erst das zweite oder sogar dritte Kind, das für sie ausgesucht wurde. Ein Foto ist der erste Kontakt zu den Familien, die auf ein Kind hoffen. Wenn Sie diese Bilder sehen, Frau Berger, Sie haben ja auch Ilse Ewald persönlich kennengelernt. Glauben Sie, Sie hätten ohne diese Adoption eine Chance gehabt, zu überleben? Bestimmt nicht. Nein. Und da schluckt man dann auch, dass man eine derjenigen war, die ausgewählt wurden, denen das Leben ermöglicht wurde und die anderen eben nicht. Ja. Es waren ja nicht mal 300 Kinder, die damals während des Vietnamkriegs oder durch den Vietnamkrieg nach Deutschland kamen. Haben Ihre Eltern, wissen Sie das, auch zunächst ein Foto von Ihnen bekommen? Das hat meine Mutter bis zu ihrem Tod auch immer bei sich getragen. Ja? Ja. Und sie meinte aber auch, in dem Begleitbrief stand, hängen Sie nicht Ihr Herz an dieses Kind. Wir wissen nicht, ob Sie dieses Kind bekommen werden, weil man sich darüber bewusst war, dass es vielleicht vorher stirbt, bevor man die Möglichkeit hat, es auszufliegen. Oh, wie rührend. Aber sie hat ihr Herz doch an Sie gehängt und vielleicht haben Sie es deswegen auch geschafft. Ja? Weiß man nicht, bestimmt. Schön. Was wussten Ihre Eltern denn über Sie und Ihre Herkunft, über das Kind, was da im Flugzeug kam? Also von Seiten Terre des Hommes wurde einfach das Geburtsdatum, die ganz normalen Daten mitgeteilt. Ja, wie gesagt, das Foto und dann das, was sie sich selber angeeignet haben. Aber damals, Anfang der 70er Jahre, waren die Informationen natürlich spärlich, die man über so ein Land bekommen konnte. Ja, und das
war es dann eigentlich und das war spannend für meine Eltern. Terre des Hommes war die Kinderrechtsorganisation, über die Sie damals adoptiert worden sind. Sie wurden in einem Waisenhaus im Mekong-Delta aufgenommen. Mhm. Wie hießen Sie damals? Ich hieß damals Woti Sun Mai. Und die Schwestern sagten auch, dass der Name erfunden sei. Dass sie die Kinder angucken, das Alter schätzen, wenn sie die Eltern nicht persönlich kennen. Und dass sie denen dann einen Namen aussuchen. Mhm. Und der wurde eben für mich ausgesucht. Und das Geburtsdatum auch? Ja, also natürlich nicht ganz willkürlich, aber man hat, als man mich gefunden hat, geschätzt. Genau. Und der wurde auch in meinen Pass eingetragen, damit man auch die Adoption oder auch überhaupt ein Kind registrieren konnte. Ja. Und der wurde auch für die Adoption dann natürlich beibehalten. Das geht halt nur mit Name und Geburtsdatum, wenn es dann behördlich weitergeht. Und wissen Sie, was Ihr Name bedeutet oder bedeutet hat? Also, Sun Mai ist eine Blume, die wird im Frühjahr geschnitten, in Vasen gestellt und die blüht dann zum Frühlingsfest. Und dann kann man sagen, Frühlingsblume, Frühlingsglück. Ach, also doch, ja. Schön. Das war ja schon ein Glückwunsch allein, dass Sie diesen Namen bekommen haben. Und wann und wie kamen Sie dann nach Deutschland? Ja, also über die Vermittlung von Terre des Hommes. Und dann kam ich am 8. September 1972, also mit 9 Monaten kam ich dann, oder 10, nach Deutschland. Bin von Rosemary Taylor, die ja auch erwähnt wurde, nach Deutschland gebracht worden. Auch in so einem Kistchen, wie wir das gesehen haben? Nee, das war dann schon ein bisschen größer. Genau, ja, war schon größer, ja. Aber und also ich weiß aber gar nicht, worin ich gebracht wurde. Aber meine Mutter sagt mir, Frau Taylor hätte mich auf dem Arm gehabt. Ach schön. Also, haben wir Sie auch im Flugzeug gerade sitzen sehen? Da hatte sie ja auch ein Kind auf dem Arm, die Frau Taylor. Nee, das war, ich kannte das Filmmaterial, das war aus einer anderen Zeit. Ja, aber so ähnlich hätte das, hat das wahrscheinlich bei Ihnen auch ausgesehen. Mhm. Und jetzt stehen Sie bei mir als Alissa Berger, weil Ihre Eltern Sie dann deutsch benannt haben. Ja, also das war damals üblich. Gut, auch bei heutigen Adoptionen ist es ja üblich, dass man den Nachnamen der Familie bekommt. Mhm. Und meine Eltern durften sich dann auch einen Vornamen aussuchen. Heutzutage wird zunehmend darum gebeten, dass man den Namen lässt, den ursprünglichen Namen. Und ich habe dann mit um die 20 habe ich beschlossen, ich möchte den Namen wieder und habe dann auch wirklich behördlich beantragt, dass ich diesen Vornamen wieder haben darf. Als Zweitname oder als zusätzlichen? Zweitname, genau. Schön, ja, sonst auch so ein schöner Vorname, den Sie da bekommen haben. Ja, aber für die deutschen Ämter ist natürlich ein Problem, weil man ihn nicht einschätzen natürlich kann. Wir stehen ja da und können ihn schon gleich gar nicht lesen. Ja, und das war dann auch eine behördliche Sache, das doch zu beantragen, zu begründen, zu beweisen, dass es ein seriöser Name ist. Doch. Aber es hat geklappt, ist doch schön. Prima. Ich freue mich, dass Sie uns Ihre Geschichte heute erzählen. Frau Berger ist heute bei uns und erzählt uns, welche Erfahrungen sie als Kind in Deutschland gemacht hat. Damit geht es nämlich gleich bei uns weiter. Wir haben aber auch Sie in dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, gefragt, Auslandsadoption. Was spricht dafür, was spricht dagegen aus Ihrer Sicht? Und das sind 3 Antworten, die wir von Ihnen bekommen haben. Laura Weidenbaum schreibt, eigentlich spricht nichts dagegen, solange man das verwaiste Kind nicht seiner kulturellen Wurzeln beraubt und solange es sich um eine legale Adoption handelt. Seftab Nixi schreibt, was spricht dagegen, Kinder aus dem eigenen Land zu adoptieren? Warum muss es das Ausland sein? Und auf diesen Eintrag hat Monika Palka direkt reagiert und schreibt, die Vermittlung von Kindern aus Österreich, Deutschland bzw. aus der EU bereitet wahrscheinlich größere Schwierigkeiten, Alter der Eltern und so weiter. Frau Palka, da liegen Sie zum Teil richtig. Es ist in der Tat so, dass einfach in Deutschland und in Österreich viel mehr Eltern da sind, die Kinder adoptieren wollen, als Kinder, die man adoptieren könnte. Und das Alter spielt natürlich bei Auslandsadoptionen schon auch eine Rolle. Zumindest sind da die Richtlinien nicht ganz so streng. Frau Berger, Sie haben ja Anfang der 70er Jahre, sind Sie nach Deutschland gekommen, 72 sind Sie hier angekommen aus dem kriegszerstörten Vietnam. Da haben Alissa Bergers Eltern Sie damals adoptiert und das war damals eine anerkannte Form der humanitären Hilfe. Doch manchmal stehen solche Auslandsadoptionen auch in einem ganz anderen Licht da. Vor allem, wenn die Eltern prominent sind. Revue-Star Josephine Baker ist so etwas wie die Urmutter der Auslandsadoption. Sie adoptierte zwischen 1954 und 1964 gleich 12 Kinder verschiedener Nationen. Sie sah ihre Familie als politisches Statement gegen den herrschenden Rassismus an. Ein Plan auf Kosten der Kinder, die eher Ausstellungsstücke waren.
Angelina Jolie und Brad Pitt leben mittlerweile zu acht. Neben den drei leiblichen Kindern hat das Promi-Paar drei weitere adoptiert. Maddox aus Kambodscha, Sahara aus Äthiopien und Pax aus Vietnam. Auch Madonna ist dem Adoptionstrend gefolgt. Sie holte David und Mercy aus Malawi zu sich. Dafür wurde die Popdiva allerdings heftig kritisiert, denn eigentlich waren die Adoptionen gesetzeswidrig. Bis heute ist unklar, inwieweit Madonnas Promi-Faktor und ihre Spenden die malawischen Behörden beeinflusst haben könnten. Weniger glamourös geht es in Deutschland zu, aber kontroverse Fälle gibt es auch hier manchmal. Ex-Kanzler Gerhard Schröder adoptierte mit Ehefrau Doris die Kinder Viktoria und Gregor aus Russland. Kritisiert wurde, dass die üblichen Regeln für Auslandsadoptionen angeblich nicht beachtet wurden. Ganz ohne Schlagzeilen Moderator Günther Jauch. Er holte 1997 ein 9 Monate altes Mädchen aus einem sibirischen Waisenhaus zu sich. 3 Jahre später folgte das zweite Mädchen. Aus Berlin ist uns jetzt Heinz-Josef Frier zugeschaltet, der Präsident des Bundesamtes für Justiz, zu dem auch die Bundeszentralstelle für Auslandsadoptionen gehört. Guten Tag, Herr Frier. Guten Tag. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ob prominent oder nicht, Grundlage für Auslandsadoptionen ist in rund 90 Staaten das Haager Übereinkommen. Worum geht es darin im Kern? Das Haager Übereinkommen heißt im vollen Titel Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption. Das heißt, der Schutz von Kindern ist das ganz Wesentliche. Denn eine Auslandsadoption ist ja immer damit verbunden, dass das Kind seinen Heimatstaat verlassen muss, seinen angestammten Kulturkreis. Das ist immer ein tiefer Einschnitt im Leben des Kindes. Darum ist der oberste Grundsatz des Haager Übereinkommens, dass Auslandsadoptionen nur Ausnahme sein sollen gegenüber der Adoption im Inland. Man will damit auch Kinderhandel vorbeugen. Inwieweit kann das das Haager Übereinkommen leisten? Das Haager Übereinkommen ist sicherlich ein Beitrag für den Schutz vor Kinderhandel. Man muss allerdings sehen, dass es nicht der einzige Beitrag ist. Kinderhandel ist in Deutschland nach deutschem Recht eine Straftat und darin sehe ich den wirksamsten Schutz. Das Haager Übereinkommen trocknet aber gleichsam den Markt für den Kinderhandel aus. Denn warum soll ich ein Kind aus dem Ausland kaufen, wenn ich es in einem geordneten Verfahren vermittelt bekommen kann? Womit müssen Adoptiveltern, also werdende Adoptiveltern, rechnen, wenn sie ein Kind aus dem Ausland adoptieren möchten? Was kommt auf sie zu? Voraussetzungen, Dauer, Kosten? Paare, die ein Kind aus dem Ausland adoptieren möchten, wenden sich am besten an das zuständige Landesjugendamt oder an einen der vielen freien Träger, die zur Adoptionsvermittlung aus dem Ausland zugelassen sind. Das Verfahren ist darauf angelegt, dass die richtigen Eltern zum richtigen Kind zusammengeführt werden. Das heißt, im Heimatstaat des Kindes werden Vorschläge gemacht und aus dem Heimatstaat des Kindes gibt dann die zuständige Stelle auch Vorschläge für das passende Kind. Wenn es soweit ist, besuchen die Adoptionsbewerber das Kind im Heimatstaat. Und wenn Kind und Eltern zusammenpassen, kann im Heimatstand die Adoption vorgenommen werden. Wie lange dauert sowas im Schnitt? In Deutschland müssen Adoptionsbewerber etwa ein halbes Jahr warten, bis der Vorschlag an die zuständige Stelle im Ausland geht. Dort im Heimatstaat kann es bis zu 4 Jahren dauern, bis das adoptionswillige Paar an der Reihe ist und ein passendes Kind zur Verfügung steht. Das ist natürlich sehr lange, wenn man zum Beispiel ein Baby oder ein Kleinkind adoptieren möchte und das dann unter Umständen mit 5 Jahren erst kommt. Aber es ist natürlich wichtig, da die behördlichen Vorgaben einzuhalten. Aber das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass sich manche Paare für sogenannte Privatadoptionen entscheiden. Einfach ins Ausland reisen, an den Landesjugendämtern, an den anerkannten Vermittlungsstellen vorbei, sich Kinder suchen und die dann nach Deutschland mitbringen. Ist das nach deutschem Recht erlaubt? Nun, da muss man unterscheiden. Die 90 Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens haben sich verpflichtet, Adoptionen nur in der Weise durchzuführen, wie das Übereinkommen vorsieht. Das heißt, Privatadoptionen sind unter dem Haager Übereinkommen nicht zulässig. Wenn die Adoption allerdings in einem Staat vorgenommen wird, der kein Vertragsstaat des Haager Übereinkommens ist, dann ist die Adoption auch zulässig. Und wie wird in der Praxis damit umgegangen, wenn Eltern doch aus einem Vertragsstaat ein Kind privat mitbringen, an der Grenze stehen, das Kind schon seit ein paar Monaten in ihrer Obhut haben? Wie reagiert man zum Wohle des Kindes?
Die Anerkennungsquote bei Auslandsadoptionen beträgt insgesamt 90%. Und schon aus dieser hohen Quote kann man ersehen, dass darunter auch viele Privatadoptionen sein müssen. Wenn diese Privatadoptionen in Nichtvertragsstaaten des Haager Übereinkommens vorgenommen worden sind, ist das ja auch in Ordnung so. Probleme haben wir im Bundesamt für Justiz mit den Adoptionen, die in Vertragsstaaten vorgenommen worden sind. Wir beobachten aber, dass die Gerichte dort auch teilweise großzügig sind. Manche Gerichte begreifen eben die Regelungen des Haager Übereinkommens nur als allgemeine Regeln, als Verfahrensregeln, die letztlich eine Anerkennung in Deutschland nicht ausschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Ausführungen, für diese Informationen zum Thema Auslandsadoption. Herzlichen Dank, Heinz-Josef Frier. Gern geschehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sehr gerne. Wichtige Informationen zum Thema Auslandsadoptionen waren das, verbunden mit dem dringenden Appell, doch die offiziellen Vermittlungsstellen zu nutzen, die ja in Deutschland geboten sind. Wir haben auf unseren Internetseiten planet-wissen.de auch umfangreiche Informationen und viele Links zum Thema Adoption für Sie zusammengestellt. Auch einen Link zur Internetseite der Bundeszentrale für Auslandsadoption. Dort finden Sie nämlich eine Liste der in Deutschland zugelassenen Auslandsvermittlungsstellen und der Landesjugendämter. Und dort sind auch die Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens nachzulesen, über das wir gerade gesprochen haben. Erst seit kurzem steht auch Vietnam auf dieser Liste. Das Geburtsland von Alissa Berger, die damals über die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes vermittelt wurde. Und so kam sie dann 1972 nach Fellbach bei Stuttgart. Tolles Foto in dem blauen Kleid. Was war das für ein Anlass? Das war der Tanzschulenabschlussball. Abschlussball. Mit 16. Mhm. Üblich. Haben Sie sich gefallen? Ja, ne? Ja, es war ungewohnt, aber ich war schon stolz auf dieses schöne Kleid. Ja. Ich hatte auch so ein langes Kleid, fand ich auch super. Wie war Ihre Kindheit? Inwieweit haben Sie sich anders gefühlt als andere? Ich selber fühlte mich ja ganz normal, aber ich habe durch die Umwelt immer gemerkt, dass ich irgendwie was an mir habe, das anders ist. Und die Leute haben mir das auch deutlich gezeigt. Die einen haben hergestarrt, die anderen haben dann getuschelt, die nächsten haben gezielt nachgefragt, woher ich bin oder auch warum ich hier bin. Oder ja, Kinder auf dem Spielplatz haben mit dem Finger auf mich gezeigt, ein Chinese geschrien. Ja. Wenn die gefragt haben, was haben sie dann gesagt? Wenn Erwachsene gefragt haben, dann habe ich eben gesagt, ja, ich bin aus Fellbach. Das hat natürlich nicht die Frage der Leute beantwortet, aber es hat mir doch eine gewisse Sicherheit verschafft. Ja, und wenn Kinder auf dem Spielplatz so waren, dann habe ich doch mal die Sandschaufel genommen und die Sache dann auf meine Art mithilfe der Sandschaufel geregelt. Das hat Sie wütend gemacht? Ja, doch. Ja. Weil es ja auch immer wieder kam, ne? Man konnte das wahrscheinlich nicht beantworten abschließend. Nee, und man hatte auch so dieses Gefühl, diese schamlose Fragen, das fand ich doch sehr ärgerlich. Mhm. Und da fand ich, dass man dann dem einen Riegel vorschieben müsste. Ja. Auch mit patzigen Antworten, wo ich heute natürlich denke, Mensch, hätte es doch anders reagiert, die Leute haben es doch nicht so gemeint. Mhm. Aber in dem Moment, in dem Alter, in dieser Situation, fand ich das das probate Maß. Ja. Und wie haben die dann wiederum auf die Patzigkeit reagiert? Hat es was genutzt? Das hat was genutzt. Also die Kinder hatten dann Angst vor mir und sind mir aus dem Weg gegangen. Die Erwachsenen haben sich dann teilweise an meine Eltern gewandt. Aber ich war die lästigen Fragen los, ja, durchaus. Und Ihre Eltern, haben die sich da schützend vor Sie gestellt? Ja. Oder die haben sich mit der Frage an Ihre Eltern gewandt? Genau. Ach so, ja. Haben sich nicht über Sie beschwert, sondern wollten dann von Ihren Eltern wissen? Nee, genau. Mhm. Oder meine Eltern sind dann dazwischen gegangen und haben dann auch gesagt, je nachdem, wir fragen Sie doch jetzt auch nicht, warum Sie hier einen Pickel im Gesicht haben. Ja. Also, als Erwachsener versteht man das, aber eigentlich ist es auch eine neugierige
ein bisschen distanzlose Fragerei. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und bei mir ist es natürlich häufig aufgetreten. Mhm. Für den Fragenden war es jedes Mal eine einzigartige Situation. Ja. Aber bei mir war es also ständig, also nicht täglich, aber es war immer wiederkehrend, sodass es dann in der Gesamtsumme nervig war. Auch bei den Leuten, die es gar nicht böse gemeint haben, ja, das Maß einfach mal überschritten war. Wurde es dann irgendwann besser? Ja. Ja. Warum? Vielleicht, weil sich die Leute mehr daran gewöhnt haben und ich eben auch festgestellt habe, dass es immer mehr Leute in Deutschland, auch in meiner Grundschule, in meinem Gymnasium gab, die eben, wie es so schön heißt, fremdländisch aussahen. Und dann kam sehr wahrscheinlich auch das Internet dann dazu, dass man einfach ja, mehr Bilder gesehen hat und so weiter und so fort. Die Globalisierung, denke ich, hat mir da schon geholfen. Es war einfach was Neues. In den 60er, 70er Jahren gab es das so noch nicht. Genau. Ne? Mhm. Ja, und gleich erfahren wir, wie das Verhältnis zu den Adoptiveltern war von Alissa Berger. Für Alissas Adoptiveltern waren die drei eigentlich erstmal von Haus aus eine ganz normale Familie. Der Vater ist leider schon gestorben, als Alissa 12 Jahre alt war. Und die Mutter ist vor 8 Jahren verstorben. Aber wir konnten Irene Berger bei Dreharbeiten im Jahr 2002 noch kennenlernen. Und hier sehen wir sie, Mutter und Tochter, beim Spazierengehen. Das war für mich mein Kind und was ganz Alltägliches. Jedes Kind sieht anders aus und mein Kind hat halt so ausgesehen. Und das war für mich ganz selbstverständlich. Das klingt echt so ganz normal und nett von Ihrer Mutter, ne? Süß. Ja, schwäbisch, wie in jedem anderen schwäbischen Haushalt auch. Genau, es ist doch alles in Ordnung. Aber trotz der Liebe, die da rauskam jetzt aus diesem Satz, gab es auch Konfliktpotenzial. Wie ist Ihre Mutter mit ihrer Herkunft umgegangen? Meine Mutter hat mir erzählt, dass es für sie ganz normal war, dass ich jetzt ihr Kind wäre. Und es wurde damals auch propagiert, dass man das Herkunftsland nicht weiter thematisiert. Und meine Mutter hat sich daran gehalten. War natürlich für sie auch einfacher. Sie kannte, wie es im Schwäbischen zugeht. Und warum sollte sie dann anders sich benehmen, eine andere Kultur haben? Ja, und so ging es bei uns ganz normal, wie in jedem schwäbischen Haushalt zu. Und Vietnam wurde nicht weiter angesprochen. Das war optisch dann da, dass sie mal gesagt hat, na ja, deine Haare, die sind ja viel fester als die der deutschen Nachbarkinder. Mhm. Aber mehr war da eigentlich nicht. Erstmal war alles einfach schwäbisch. Und wann haben Sie dann angefangen, Fragen zu stellen nach Ihrer Herkunft, nach Ihren Wurzeln? Ich denke, es fing in der Pubertät an, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Das Initiale war dann eigentlich, dass ich einfach mal wissen wollte, wie es zur Adoption kam oder warum mich meine Eltern vielleicht abgegeben haben, ob ich gefunden wurde. Aber an sich kann ich es nicht genau sagen. Es hat sich entwickelt. Ein Schlüsselpunkt war dann, dass ich ausgezogen bin über Studium und dass ich dann Kontakt unabsichtlich zu Vietnamesen hatte über Studium und dass ich mich dann konkret damit beschäftigt habe. Aber es war nie so, dieses, ich ziehe jetzt los. Ja, und dieses erste Nachforschen, war das heimlich oder wusste das Ihre Mutter? Was hat die dazu gesagt? Es war nicht heimlich, aber es war auch nicht dieses, Mama, wir müssen mal reden, sondern es war, man saß zur Mittagszeit, man hat sich über Gott und die Welt unterhalten und da habe ich dann eben gesagt, du Mama, hast du da noch Schriftwerke, hast du Bilder? Und wie hat sie reagiert? Sie hat erst mal geschluckt, musste tief Luft holen und man hat so gemerkt, dass sie... Und solange die Sachen im Schrank waren, war es gut. Sie konnten ja da sein. Aber ich merkte, je weiter ich fragte und gesagt habe, Mensch, jetzt such doch mal. Und ich bin mir sicher, sie wusste genau, wo das liegt. Und ich wurde immer so vertröstet hingehalten. Also ich habe es gemerkt, es war ihr nicht so recht. Sie hatte vielleicht einfach Angst, sie zu verlieren. Sie haben ja dann irgendwann ganz konkret geplant, nach Vietnam zu reisen, sich ihr Herkunft zu Heimatland, wenn man es so nennen will, anzugucken. Haben Ihre Mutter dann damit mit dieser Reise vor vollendete Tatsachen gestellt? Ich war dahin, ich guck's mir an. Wie hat sie reagiert? Erst war sie ein Schock. Und ich habe aber dann auch keine Zweifel daran gelassen, dass ich fahre, weil ich zu ihr gesagt habe, hier, ich habe das Flugticket schon zumindest reserviert. Bezahlt war es noch nicht, aber daran kannst du nichts ändern. Mhm. Und so ist es. Dann habe ich aufgezählt, ich fliege dahin, mach dies, mach jenes, mach selles. Mhm. Und
dann konnte sie nichts mehr machen. Und dann, sie kannte ja auch meinen Charakter schon lang genug, dass sie dann wusste, gut, jetzt muss sie da in gewisser Weise mit einsteigen ins Boot. Sie kann eh nichts ändern. Kann ich mir vorstellen. Ich kenne sie jetzt auch nicht so lange, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann überzeugend sind, wenn sie einen Entschluss getroffen haben. Und sie haben dann beschlossen, auf eigene Faust, ohne die Mutter, aber mit dem damaligen Freund nach Vietnam zu reisen. Und im Dezember 1995 war es soweit. Ich wurde immer darauf angesprochen, woher ich bin. Und es war immer ein weißer Fleck in meiner gedanklichen Landkarte, in meiner Biografie. Und deshalb wollte ich dann hinfahren und wollte mir das angucken. Ich hatte die Hoffnung, dass ich dort angenommen werde, so wie ich bin. Und ich hatte aber andererseits auch die Angst, abgelehnt zu werden. So von wegen, uns geht's hier so schlecht, jetzt tu was, du bist uns was schuldig. Das war eben auch eine Angst. Das ist ja auch ein richtiges Abenteuer, in das Sie sich da gestürzt haben, auch emotionales Abenteuer. Was hatten Sie für eine Vorstellung von dem Land? Eigentlich gar keine. Ich habe mir die Bücher angeguckt, die es auf dem Markt gab. Ich habe im Internet recherchiert, soweit es damals möglich war. Ich hatte aber nichts, was ich greifen konnte. Ich wollte sehen, was dort ist. Ganz unvoreingenommen, ohne Wertung. Dachte mal sehen, was passiert. Und wussten Sie, was auf Sie zukommt? Gut, geplant war ja, dass wir die Nonnen im Mekong-Delta besuchen. Mhm. War auch im Voraus schon organisiert. Davon habe ich mir Gespräche erwartet, aber auch nicht in einer wertenden Richtung, sondern einfach ein sachlicher Bericht, wie war es damals, also mit Zeitzeugen sprechen. Also Sie sind eigentlich recht, klingt pragmatisch rangegangen. Ja, doch, ja. Einfach mal gucken, Tatsachen schaffen. Mhm. Und wie Alissa Berger ihre Heimat Vietnam erlebt hat, das erfahren Sie gleich. Jetzt erstmal ein paar Bilder vom heutigen Vietnam bzw. dem Mekong-Delta. Morgendämmerung im Delta. Nach einer Reise von über 4000 Kilometern durch China, Laos, Kambodscha ergießt sich der Mekong hier ins südchinesische Meer. Ein Strom, mythenumwoben, mächtig und mitreißend und Lebensader für 17 Millionen Menschen. Der Mekong, hier verliert er sich in den Kanälen eines weit verzweigten Deltas. Reis hat die Region reich gemacht, bescheiden reich, wie Ölquellen schießt die Spreu in den Himmel. Bauern bei der Arbeit. Das Mekong-Delta gilt als Reiskammer Südostasiens und denkbar wäre das ohne die Wasser des Mekong. Sie haben gerade gesagt, genauso sieht es dort aus, da hat sich nichts geändert zu heute. Und das war, als Sie dort waren, 95, 96. Wie lange waren Sie dort unterwegs? 3 Wochen. Und Sie haben tatsächlich die Nonnen getroffen, Ihres Waisenhauses, dort wo Sie waren. Wie war diese Begegnung? Es war ein Wechselbad der Gefühle. Es war zum einen überwältigend, andererseits auch schockierend, weil man Sachen erfahren hat, die so tiefgründig sind, dass man sie, wenn man sie liest, über Dritte erfährt, ganz anders wahrnimmt. Was haben Sie denn erfahren? Ja, wie das Leben damals war, wie schwer, unter welchen Bedingungen die Kinder damals gerettet wurden, was für Tricks es gab. Und wenn man das heute jemandem vorschlagen würde, würde man sagen, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Konnten Sie denn jemanden antreffen, der Sie damals gepflegt oder versorgt hat? Ja, die Mutter Oberin war nach wie vor noch dort. Sie war damals auch schon 70, aber mit der konnte ich sprechen. Sie konnte sich jetzt nicht an mich speziell erinnern, aber sie konnte sich noch an die Zeit erinnern, wie es damals war. Und wenn man dann die Schilderungen aus erster Hand liest, dass morgens die Tür des Weißen Hauses aufgemacht wurden und da einfach Babys lagen und die man die einfach mitgenommen hat, reingenommen hat, versorgt hat. Wusste sie noch, wie Sie dahin kamen? Nee, also nicht im Speziellen. Mhm. Aber das waren dann so Momente, die einen ergriffen gemacht haben, die einen stolz gemacht haben, dass es solche Menschen gibt, die einen traurig gemacht haben. Wie war sie denn zu Ihnen so von der Nähe? Oder wie war das? Sehr herzlich. Ja? Sie hat auch gesagt, eines ihrer Kinder ist wiedergekommen. Und das war natürlich sehr rührend, weil ich nicht wusste, wie sie das jetzt aufnimmt. Wie ich auch
jetzt in dieser Matz gesagt hat, dass ich sage, ich komme dahin und ich weiß nicht, was ist, sind die freundlich und denken sich, ja toll, du genießt jetzt den Wohlstand und wir sind hier so arm. War nicht so. Es war nicht so, es war einfach nur diese menschliche Ebene und auch diese Freude und auch dieser Stolz, dass es einer der Kinder geschafft hat, eigentlich zu überleben. Ach schön. Sie wollten ja eigentlich, hätten auch gerne was gewusst, zum Beispiel, warum ihre Mutter sie weggegeben hat. Konnte die da irgendwas dazu sagen, die Nonne? Sie hat dann die Namen nochmal angeguckt. Sie haben in den Aufzeichnungen, die sie noch hatten, versucht zu recherchieren, aber haben gesagt, nee, sie wissen es nicht. Ja. Und es war auf jeden Fall so, dass ich nicht dort abgegeben wurde mit irgendeiner schriftlichen Dokumentation. Und konnte sie dann trotzdem noch ihnen was mitgeben, einen Trost, jetzt außer der Herzlichkeit, die sie gespürt haben? Ja. Also das sozusagen im Nachhinein gut machen, dass ihre Geschichte, dass sie ihre Mutter, warum sie ihre Mutter abgegeben hat, konnte sie da was Allgemeines dazu sagen? Weil es waren ja bestimmt viele solche Geschichten, die sie kannte, ne? Also sie musste das eigentlich gar nicht sagen, weil obwohl es lange nach dem Krieg war, war das Land immer noch sehr, sehr arm. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt hat, wenn man jetzt annimmt, dass meine Eltern gestorben wären, man war damals froh, wenn man die eigenen Kinder großgekriegt hat. Und wenn man dann noch hätte Neffen und Nichten, Cousins und Cousinen aufnehmen müssen, das wäre nicht gegangen. Und von daher gesehen hat sich diese Frage erübrigt, dieses, warum hat mich meine Mutter weggegeben? Also derjenige, wenn es ihre Mutter war oder jemand anders aus ihrer Familie, der sie dahin gebracht hat, hat ihnen auf jeden Fall damit das Leben gerettet, das Richtige gemacht. Ne? So kann man es, glaube ich, sagen. Und es gehört ja auch was Aktives dazu, das Kind dorthin zu bringen. Genau. Auch wenn man erst denkt, ja, und dann legt man das mitten in der Nacht vor die Tür. Aber das ist ja was, ne? Ja, und man hat sich ja da auch dann geschützt, dass man nicht gesehen wurde. Es ging ja nicht nur darum, ich möchte das Kind jetzt loswerden, sondern ich habe dadurch dieses Bewusstsein bekommen, dass man für diese Kinder noch gesorgt hat in den Möglichkeiten, die man zu der Zeit hatte. Genau, man hat es so gut gemacht, wie man in dem Moment konnte. Ja. Sie hatten ja die Reise nach Vietnam ganz alleine geplant, ohne ihre Mutter einzubeziehen. Und als Alisa Berger dann wieder zu Hause in Deutschland war, fiel ihrer Mutter ein Stein vom Herzen. Und hier nochmal dazu ein Interviewausschnitt aus dem Jahr 2002. Ich dachte nur, hoffentlich kommt sie ja wieder. Das haben Sie schon gedacht? Nicht? Ja, das war nicht rational, aber ich dachte es trotzdem. Wie war das denn, als Sie zurückkam? Nicht anders wie vorher. Doch, ich würde sagen, es war anders als vorher. Aber für mich war es nicht anders. Also ich hatte da das Gefühl, dass du sehr erleichtert warst. Einfach, weil du wusstest, jetzt war ich in Vietnam und es hat sich nichts geändert. Diese ganze Angst, diese Befürchtungen sind von dir gefallen. Das stimmt. Als sie gesagt hat, das Land ist schön, aber leben möchte sie nicht in Asien, war ich doch mal ganz froh. Weil ich habe sie immer da in der schwarzhaarigen Masse versinken sehen. Ist Ihre Mutter dann danach anders mit dem Thema umgegangen? Ja, sie war viel befreiter. Sie hat sich jetzt auch mit Vietnam beschäftigt und mit mir darüber geredet. Und dann habe ich gemerkt, wie viel sie sich eigentlich mit dem Land, mit Kultur, mit den Leuten beschäftigt hat und mit mir nie darüber gesprochen hat. Das hat mich dann erstaunt. Ja. Aber umso schöner, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, noch mal drüber zu sprechen. Ja. Wie gut, dass Sie das aufbrechen konnten. Ne? Ihre Mutter hatte das ja, haben Sie ja vorher gesagt, wahrscheinlich gemacht, weil sie den Rat bekommen hatte, das nicht zu machen. Ne? Ja. Aber Sie haben es gebraucht. Und dann hat sie es aber in dem Moment auch geliefert, ne? Genau, zum Glück auch. Ja. Wir hatten eigentlich geplant, auch zusammen nach Vietnam zu reisen, aber gut, dann ist der Tod, ihr Tod, uns zuvorgekommen. Wie Vietnam ihren Alltag verändert hat, ihren Alltag als erwachsene Frau in Deutschland, das erzählen Sie uns gleich, damit geht es gleich bei uns weiter. Das, was Alisa Berger erlebt hat, das kennen viele Adoptivkinder. Wenn sie erwachsen werden, kommt die Frage nach den Wurzeln. Und das kann das Leben total verändern, egal ob diese Kinder aus dem Ausland stammen oder nicht. Die Augen von der Mutter, die Ohren vom Vater. Familienähnlichkeiten zwischen Bruder und Schwester. Stimmt. Und stimmt doch nicht. Ich bin adoptiert. Ich bin auch adoptiert. Und ich bin nicht adoptiert.
Die Kleinerts sind eine besondere Familie. Alexandra, Lars und Manuel haben unterschiedliche Eltern. Lars und Alexandra wussten von klein auf, dass sie adoptiert wurden. Nicht dagegen, wer ihre leiblichen Eltern sind. Ja, aber auch nie wirklich das Verlangen danach gehabt, da mal irgendwie zu forschen. Was ist da, wie sagt man denn, weiter hinten sozusagen. Und da ich nichts anderes kenne, da ich die anderen ja auch nicht kenne und mich ehrlich gesagt an die erste Zeit auch gar nicht wirklich erinnern kann, hat es mich nie interessiert, was ist da, wo. Daher habe ich mich da auch nie weiter drum bemüht, um zu gucken. Anders Lars. Wenn er demnächst 18 wird, hat er das Recht, die Identität seiner leiblichen Eltern zu erfahren. Mehr über sie wissen möchte er jetzt schon. Ich habe mal schon überlegt, ob ich die kennenlernen wollte, würde. Und aber jetzt noch nicht so, vielleicht in 2-3 Jahren. Kinder kennen den Gedanken, das ist vielleicht gar nicht meine Familie. Für Adoptivkinder ist das Wirklichkeit. Wie klein sie auch bei der Trennung waren, durch ihr Leben geht ein Riss. Neben der vertrauten Familienwelt gibt es noch eine andere, unbekannte. Der Pädagoge und Psychologe Wolfgang Oelzner hat sich intensiv mit der Situation von Adoptivfamilien beschäftigt und ist dabei immer wieder auf die Frage nach den eigenen Wurzeln gestoßen. Es ist für alle Menschen wichtig zu wissen, wo sie herkommen. Ganze Romane und ganze Dynastien begründen darauf, dass man sagt, ich stamme von da und da ab. Das, was man früher mit diesem seltsamen Ausdruck benannte, das Blut ruft, das erleben wir öfter bei jugendlichen Adoptionskindern. Eine solche Sehnsucht ist in ihnen drin, dass sie irgendwo glauben, den Ort aufsuchen zu müssen, wo sie ihre leiblichen Eltern vermuten. Ich habe mich halt auch schon öfters mal gefragt, wieso ich abgegeben worden bin, ob finanzielle Gründe waren oder Scheidungsgründe. Das interessiert mich halt dann auch mal ein bisschen. Fragen. Viele Fragen. Typisch für die Biografie von Adoptivkindern. Immer fehlt etwas bei aller Liebe. Diese Fragen kennt auch Bernd Wacker, Experte für Auslandsadoptionen bei der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes, der uns jetzt aus Köln zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Wacker. Guten Tag. Grüße Sie. Über Terre des Hommes wurde auch unser Studiogast Alissa Berger adoptiert. Sie haben jahrelang nicht nur Kinder vermittelt, sondern auch nachbetreut, also für Adoptierte Reisen in die Herkunftsländer organisiert, auch nach Vietnam. Wie wichtig waren diese Reisen für diese Adoptierten? Ja, wir haben ja gerade von Frau Berger gehört, dass Adoption nicht nur ein Akt ist, der sozusagen beendet ist, wenn die Kinder mit dem Flugzeug hier gelandet und glücklich bei ihren Adoptiveltern angekommen sind, sondern dass Adoption eine Sache ist, die die Menschen lebenslang begleitet und die immer wieder Fragen aufwirft. Und unseren Adoptierten bei der Beantwortung dieser Fragen zu helfen, das war eigentlich der Sinn dieser Reisen. Nämlich ihnen zu zeigen, aus welchem Land komme ich, was ist das für ein Land, warum bin ich hierher nach Deutschland gekommen und ihnen auch zu zeigen, dass es eventuell noch Spuren gibt von ihnen in diesem Land oder von den Orten, aus denen sie kommen. Mhm. Also ihnen einfach ein Stück weit eine genauere Anschauung ihrer Wurzeln zu geben. Mhm. Das war die ursprüngliche Absicht. Ja, das hat ja zum Beispiel auch in einem Fall tatsächlich mal funktioniert, dass jemand dann bei dieser Reise noch Familienangehörige gefunden hat. Seit 1994 vermittelt Herr des Sommer war keine Auslandsadoptionen mehr. Warum ist das so? Ah, das hat verschiedene Gründe. Etwa in den 90er Jahren gründeten sich in Deutschland eine ganze Reihe von neuen Adoptionsvermittlungsorganisationen. Bis dahin gab es nur 3 oder 4 in Deutschland. Das war das eine. Zum anderen war die Haager Adoptionskonvention, von der wir schon gehört haben, die war damals in der Vorbereitung, sodass die Standards, die wir immer vertreten hatten und die dann in die Konvention übernommen worden sind, sodass die sozusagen offiziell gesichert waren. Mhm. Und was uns auffiel, es wurde viel zu wenig im Herkunftsland der Kinder getan, um die Notwendigkeit von Auslandsadoptionen zu vermeiden. Denn es geht ja zunächst mal darum, den Kindern zu helfen. Und die beste Hilfe ist, dass man Familien stärkt, sodass sie ihre Kinder behalten können. Die zweitbeste Möglichkeit ist, im Herkunftsland der Kinder Möglichkeiten zu schaffen. Und ich meine damit nicht Heime, sondern familienähnliche Möglichkeiten zu schaffen, wo sie leben können. Und wie die Haager Konvention sagt, die letzte Möglichkeit,
ist dann erst die Auslandsadoption. Ja. Und wir haben uns daran gehalten, sozusagen das abzuarbeiten und haben gesagt, die Auslandsadoptionsvermittlung können wir anderen überlassen. Wir schauen uns an, was in den Ländern passiert, helfen da und begleiten das, was in der internationalen Adoptionsszene passiert, durch unsere kritische Beobachtungen und machen eventuell auf Fehlentwicklungen aufmerksam. Ja, die es ja durchaus gibt. Sie haben selbst zwei ausländische Kinder adoptiert. Sie wissen also ganz genau, wovon Sie sprechen. Worüber müssen sich Paare bewusst sein, wenn sie ein Kind aus dem Ausland adoptieren? Also zunächst mal müssen sich Paare bewusst sein, dass auch wenn sie ein sehr, sehr süßes kleines Kind bekommen, eine Adoption was völlig anderes ist als das Bekommen eines Kindes auf dem leiblichen Weg. Bis es zu einer Adoption kommt, haben die meisten dieser Kinder schon Unglaubliches hinter sich. Sei es Armutserfahrungen, Mangelerfahrungen heißt das, sei es Gewalterfahrungen, sei es Vernachlässigungserfahrungen. Und all das sind Dinge, die sozusagen nicht in den Kleidern bleiben, sondern die Stück für Stück angenommen werden müssen und bearbeitet werden müssen, über Jahre hinaus. Das kostet sehr viel Energie, das kostet sehr viel Zeit, das kann man nicht nebenbei machen, dabei kann man sich nicht so auf qualitative Zeiten, wie man so gerne sagt, verlassen, sondern das erfordert wirklich Vater oder Mutter jeweils ganz. Mit vollem Einsatz, unter Umständen dann auch in der Pubertät kommt das dann raus, einfach die Geschichte, die das Kind mitbringt. Sie haben es ja gerade schon durchklingen lassen, Auslandsadoptionen sind nicht immer sinnvoll. In welchen Fällen sind sie sinnvoll, in welchen nicht? Wir haben immer sozusagen den Slogan verfolgt, so viele Auslandsadoptionen wie nötig und so wenige wie möglich. Auslandsadoptionen sind dann sinnvoll, wenn das Kind nachgewiesenermaßen nicht in seiner Familie, und das heißt meistens bei der Mutter, bleiben kann, wenn klar ist, dass es im Herkunftsland keine zumutbare Unterbringungsmöglichkeit für dieses Kind gibt. Und wie gesagt, ich meine nicht überbelastete Heime. Ja. Und wenn das wirklich, und zwar nachgewiesenermaßen, darauf kommt alles an, wenn das nachgewiesen ist, dass das nicht geht, dann sind Auslandsadoptionen durchaus sinnvoll. Aber Auslandsadoption ist nicht in jedem Fall und nicht für jedes Kind und nicht in jedem Alter eine Hilfe. Auch das muss man sich, glaube ich, klar machen. Ganz herzlichen Dank für diese klaren Worte. Herzlichen Dank, Bernd Wacker, nach Köln. Gerne. Danke Ihnen. Danke auch. Für Lisa Berger, die uns heute ihre Geschichte erzählt, sind ihre vietnamesischen Wurzeln ein Dauerthema in ihrem Leben. Das ist bei vielen Kindern aus dem Ausland, die aus dem Ausland adoptiert wurden, so. Das haben wir gerade auch von Herrn Wacker gehört. Inzwischen ist Alissa Berger selbst Mutter. Ihre Tochter Johanna ist 6 Jahre alt. Und wir haben uns gefragt, welche Rolle Vietnam heute in ihrer beider Alltag spielt und haben sie zu Hause besucht. Das ist Con. Eine private Vietnamesisch-Stunde im Kinderzimmer. Konnichiwa. Gott, du und du will raus. Und du will raus. Oh, und wer kommt dann und macht auf? Der Hund. Und wie heißt der Hund? Concho. Concho. Hier ist Concho. Und das hier ist Conmeo. Guck mal, jetzt hat Conmeo ein Deckel drauf. Für Alissa Berger und ihre Tochter Johanna gehört es zu ihrem Alltag, Vietnamesisch zu lernen. Weil dann kann ich mit vietnamesischen Leuten sprechen. Ich denke, wenn man die Sprache kann, hat man anderen Zugang zu den Leuten und zur Kultur. Und deshalb wollte ich Vietnamesisch lernen, um diese Möglichkeit zu haben. Im November ist Alissa Berger wegen eines neuen Jobs mit ihrer Tochter von Hockenheim nach Braunschweig gezogen. Zwar entdecken die beiden auch hier Stadt und Leute, aber ebenso präsent wie das Interesse an der neuen Umgebung ist auch die Verbundenheit mit Vietnam. Und deshalb soll auch Johanna so viel wie möglich über das Land erfahren. Sie sieht mich ja jeden Tag. Ich sehe mich jeden Tag im Spiegel. Und ich spreche zwar Deutsch, aber trotzdem ist das Vietnamesische ja immer da. Johanna wird auf ihre Mutter angesprochen, wird gefragt, woher sie ist. Wir werden gefragt, ob wir zweisprachig zu Hause sind. Und deshalb denke ich, ist es ein Teil auch ihres Lebens, weiter weg als bei mir, aber es ist auch ihr Leben mit. Und zudem gehört auch vietnamesisches Essen. Kaum hierher gezogen, hatte Alissa Berger auch schon diesen Laden entdeckt. Die Inhaber sind selbst Vietnamesen. Und so bekommt sie hier original vietnamesische Lebensmittel und Zutaten. Oh, guck mal, Johanna,
Du isst doch so gern Suppe. Ha? Für die Pho, die vietnamesische Suppe. Hm? Das sind die ganz langen Nudeln. Heute erwarten Johanna und ihre Mutter allerdings Besuch. Und da soll es Frühlingsrollen geben, selbstgemacht. Ich versuche sie selber zu machen, aber es ist, glaube ich, doch, wenn es ein Vietnamese ist aus Vietnam, glaube ich, immer eine kleine Kopie. Aber ich bemühe mich sehr. Johanna jedenfalls freut sich schon darauf. Weil sie lecker schmecken. Und was sagst du zu Braten und Spätzle zum Beispiel? Auch lecker. Heute aber bleibt es vietnamesisch. Alisa Berger hat eine Freundin eingeladen. Und die soll Kräuter, Möhren und Reisnudeln selbst rollen. Edelgard Strauß ist zu Gast. Johanna, magst du die Hälfte? Reisnudeln. Und so ab der Hälfte schlägst du es von der Seite ein. So, genau. Und dann kann man es weiterrollen. Also ich fand es ganz interessant, aber keine bestimmte Geschmacksrichtung jetzt. Das ist ziemlich neutral, finde ich. Wenn da so leckere Sachen reinkommen, ist das natürlich ganz toll. Seit November kennen sich die Frauen. Alisa Berger hat Edelgard Strauß relativ schnell erzählt, dass sie adoptiert ist. Doch die Vergangenheit dominiert ihre Gespräche nicht. Schnell fanden die beiden Frauen auch ganz andere Themen. Wir unterhalten uns eher, weil es ja auch interessant ist, dass sie nur in den Schwäbisch so spricht. Das ist ja schon eine ganz andere Sache. Stuttgart kenne ich auch einiges, da unterhält man sich dann halt auch über die Sachen eigentlich auch. Ne? Deutsch und Vietnamesisch. Bei Alisa Berger gehört beides zusammen. Für Johanna auch. Und deshalb gibt es für uns noch eine extra Verabschiedung auf Vietnamesisch. Dann wird. Dann wird. Ganz entzückende Tochter haben Sie. Danke. Wirklich ganz süß, ganz fröhliches Kind. Ich durfte Sie ja auch kurz kennenlernen heute hier hinter den Kulissen. Wann haben Sie ihr erzählt, dass Sie adoptiert worden sind? Schon immer. Es begleitete uns und ich habe ihr dann die Bilder von meiner Mutter gezeigt. Habe ihr aber dann auch Fotos von Vietnam gezeigt, aber auch Fotos von Großraum Stuttgart, von Fellbach. Mhm. Ja, es war immer da. Und wie würden Sie ihr... Also ihrs und das ihrer Tochter, ihr gemeinsames Familienverhältnis zu Vietnam beschreiben und zu Deutschland. Wie ist das so? Auch wenn es für sie natürlich noch fremder ist als Deutschland, aber sie sagt im Kindergarten auch, ja, meine Mama ist aus Vietnam und erklärt auch die schwarzen Haare und sagt, dass sie deshalb so dunkle Augen hätte und so eine andersfarbige Haut. Und sie nimmt das schon auf und sie ist auch stolz drauf. Und wenn wir in der Stadt sind und Asiaten sind, dann guckt sie so und dann merkt man, wie es denkt. Und dann fragt sie mich und sagt, meinst du, die sind auch aus Vietnam? Und für sie sind alle Asiaten, die ähnlich aussehen, aus Vietnam. Sie kann natürlich nicht differenzieren, aber man merkt, da ist was. Identifiziert sich ein bisschen. Und das finde ich sehr interessant. Was sagen Sie zu dem Heimatbegriff? Wo ist Ihre Heimat? Gibt es eine? Haben Sie mehrere? Ich würde sagen, ich habe mehrere Heimaten. Also dieser klassische Heimatbegriff oder auch der Begriff Herkunftsland, der trifft es bei mir nicht. Ich fühle mich so wie ein Luftballon, den man steigen lässt, der irgendwo landet und dann dort guckt, was es drumherum gibt. Wie er guckt, dass er so zurechtkommt, dass er nicht platzt, dass er wieder aufgeblasen wird. Klingt leicht und schön, aber hat natürlich auch keine Wurzeln. Ne? Es hat keine Wurzeln. Und weil es immer heißt, ja, die Kinder suchen nach ihren Wurzeln, ich sehe das nicht als meine Wurzeln. Es ist ein Teil, Vietnam ist ein Teil, den ich mitnehme, den ich in mir trage, den ich ausbauen kann, aber sind nicht die Wurzeln. Andererseits ist aber auch das Schwabenland keine Wurzel. Plumper Vergleich, Fußballspiel Vietnam-Deutschland, wem würden Sie die Daumen drücken? Oder hätten Sie doch einen Konflikt? Da hätte ich dann, glaube ich, einen Konflikt. Ja. Also da würde ich mich dann raushalten, würde sagen, der Bessere oder der Erfolgreichere. Aber ich kann nicht sagen, da schlägt mein Herz mehr dafür. Obwohl ich so lange hier in Deutschland gelebt habe und trotzdem, es hat nicht gereicht. Ist halt, ja, es ist halt beides. Es ist halt beides. Auf Facebook haben wir Sie ja auch nach Ihren Erfahrungen mit Auslandsadoptionen gefragt und wir haben eine interessante Zuschrift bekommen. Ying Heisig hat uns daraufhin von einem Freund berichtet, der als Baby zusammen mit einem anderen Mädchen von einem deutschen Paar aus einem südkoreanischen Kinderheim adoptiert wurde. Und er schreibt darüber,
Während seine Quasi-Schwester sich einfach als Deutsche fühlte, hat er immer wieder nach seiner Herkunft gefragt. Vor etwa 7 Jahren hat er das nicht mehr ausgehalten. Er hat den Job geschmissen und ist nach Südkorea gefahren. Nun ist er wieder zurück mit seiner südkoreanischen Frau und einer süßen Tochter. Ich denke, er hat die Antworten auf seine Fragen gefunden. Jedenfalls macht er einen ruhigen und zufriedenen Eindruck. Herzlichen Dank, Herr Heisig, für diese Zuschrift. Das klingt ja ganz ähnlich, oder? Wie das, was Sie erlebt haben. Was sagen Sie dazu? Oder wie würden Sie das einordnen? Ich würde sagen, ja, doch. Also ich kann das bestätigen. Ich möchte jetzt nicht nach Vietnam reisen und dort leben. Aber trotzdem ist es, ja, ist es Interesse an dem Land da, an der Kultur. Wobei ich jetzt auch anmerken möchte, es ist nicht das Interesse da an den leiblichen Eltern. Es ist an dem Umfeld. Das ist ja, die Eltern sind das eine, aber die Kultur ist das andere. Das ist ja ein viel größerer Begriff. Der Mann, von dem wir gerade da gehört haben, ist ja auch wiedergekommen nach Deutschland. Ja. Haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, längere Zeit in Vietnam zu leben? Wenn sich beruflich die Möglichkeit ergeben hätte, wenn jetzt das Unternehmen, in dem ich tätig bin, gesagt hätte, wir haben jetzt hier für 3 oder 4 Jahre eine Stelle in Vietnam zu besetzen, Sie wären die Richtige, dann hätte ich mir das sehr wohlwollend überlegt, ja. Wenn Sie es von heute aus betrachtet sehen, am Anfang als Kind haben Sie ja erzählt, sich geärgert, wenn Sie immer angeguckt wurden, sich anders gefühlt haben, aber mit dem Wissen von heute, inwieweit war Ihre Adoption für Sie die Chance auf ein chancenreiches, gutes Leben? Wenn ich ein Kind adoptieren würde als Mutter. Ja, würden Sie das denn? Nein. Also ich meinte jetzt eigentlich, wie Sie es für sich aus betrachten, trotz aller Konflikte, die Sie uns geschildert haben. Ob Sie sagen, das war für mich die richtige Sache, dass ich hier in Deutschland gelandet bin. Das ist zu umfassend. Das ist zu umfassend. Zu wissen, dass man in dem Land nicht überlebt hätte. Wenn man dann definiert, dass Leben das Wichtigste ist, dann ist die Auslandsadoption in dem Moment die einzige Chance gewesen. Wenn man es auf eine andere Ebene nimmt, wenn man die Konflikte erlebt, dann würde ich sagen, ich weiß nicht wirklich. Ich würde dann dem Kind eher wünschen, dass es Adoptiveltern in seinem kulturellen Umfeld findet. Ja. Also Sie würden auch selber tatsächlich kein Kind aus dem Ausland adoptieren? Nein, ich würde es mir nicht zutrauen, als Mutter das Kind so zu begleiten, wie es das Kind braucht. Denn ich denke, die Kultur muss man dem Kind mitgeben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt ein Kind adoptieren, ich sage jetzt einfach mal daher aus Afrika. Ich weiß nicht genug über die afrikanische Kultur im Gesamten, schon gar nichts über dieses Herkunftsland. Ich könnte dem Kind nichts mitgeben, ich könnte es nicht begleiten, emotional und... Ja, Sie haben es uns wirklich deutlich gemacht mit Ihrer Geschichte, dass man sich darüber sehr, sehr klar sein muss und sich sehr viele Gedanken darüber machen muss. Herzlichen Dank, Alissa Berger, dass Sie bei uns im Studio waren und uns Ihre Geschichte erzählt haben. Und alles Gute für Sie und Ihre Tochter. Danke. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Das war Planet Wissen. Bis bald. Tschüss.